Ist rationales Denken eigentlich ohne ideologisches Denken überhaupt möglich? Oder steckt vielleicht hinter jedem Denken eine gewisse Ideologie dahinter? Ideologiefreies Denken ist kein standpunktfreies Denken. Das heißt, ich kann immer nur denken von einem gewissen Standpunkt aus. Ein Ideologe ist der, der sagt, der Umstand, dass X und Y unterschiedlich verdienen, ist als solcher ungerecht. Das ist ein Ideologe. Und der Ideologe ist auch der, alle Einkommensunterschiede werden ja da vom Markt hergestellt und sind deshalb da per se gerecht. Beides als absoluter Standpunkt ist ideologisch und das spiegelt die Wirklichkeit nicht wider. Die Wirklichkeit ist immer in sich widersprüchlich und sie ist auch widerspenstig. Aber wenn ich zur Wirklichkeit Aussagen machen will, muss ich mich eben mit ihren Daten und mit ihren Fakten befassen und muss dann auch bereit sein, meinen eigenen Standpunkt, meine eigene Arbeitsposition, mit der ich an eine Frage rangehe, dann auch zu hinterfragen.